An sich, was mich hier erwartet, weiß ich schon einigermaßen, weil ich halt ja schon mal hier war. Emma und Gertrude. Hallo. Ein Radskorpion. Das, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das achte Rad am Wagen. Hallo? Wieso explodiert das Scheißding in der Luft? Willst du mich jetzt total verscheißern oder wie? Oder was? Ich meine, ich weiß, wenn man, wahrscheinlich denkt sich das Ding, ja, geht ein paar Frames, also so an sich von Frames per Second ist es langsam. Ja. Also die Zeit geht an sich ja langsamer, wenn, oder scheint langsamer zu gehen, es sieht dann aus wie kann ich das am besten erklären jetzt? Ich weiß es selbst gerade nicht. Also ich weiß, wie ich es im Kopf habe, ich hab's so in Bildern, so das eine schneller, das andere ist langsamer, aber wie ich das jetzt lingual, verbal dann ausdrücken kann, weiß ich nicht. Ich glaube, es könnte auch jetzt für die auf YouTube gucken, dunkel sein. Weil an sich mein Monitor macht alles heller, beziehungsweise mein Fernseher, über den ich gerade gucke. Ja, perfekt, das ist das, was ich aufsuchen wollte. Puh. Ich wollte gerade sagen, ach so, über den Fernseher bin ich gerade, also am Gucken. Nicht über den Monitor. Sag mal, willst du mich jetzt. Wieso ist ein. Hä? 20 FPS. Aber drin war es besser. Das ist nur hier draußen so. Hm. Ich glaube, ich sollte wieder ein bisschen an der Regelung runterdrehen. Obwohl davor die Aufnahme, das gab es ja eigentlich nicht so viele Probleme, oder? Und was ich meinte mit dem, also aufgrund der niedrigen FPS-Zahl sieht so aus, als würde alles langsamer sein, aber irgendwie geht dann die Zeit in der Granate doch schneller. Und deswegen ist alles von Arsch. So, zwei rote Markierungen. Das bedeutet im Normalfall nichts Gutes. Und jetzt nur noch eine. Boah, nee, ey, was ist... Ah, das ist ja von Raidern besetzt, genau. Ja, das wird jetzt nice. Ja, die niedrigen FPS, sag ich hier alles... Niedermetzeln! Hm, was? Ja, meine ich auch so. Verdammt. Auch noch daneben. Bleib stehen! Ah, perfekt. Den hätte ich dann mal. Da unten ist noch einer. Bleib stehen! Hab ich gesagt. Vor allem, dass auch niemand auf die Idee kommt, irgendwie die Quelle des Licht, des Laserstrahls zu verfolgen. Kommt ja niemand auf die Idee. Ich lasse mal besser nach. Der kommt hier hoch. Und ich habe ihn ein paar Mal getroffen. Das ist gut. Okay, Schluss mit dem. Ja. Hier Schluss. Ich will nicht, dass du Schluss machst. Ich will, dass du bei mir bleibst. Ach. Geh doch weg. Ich habe sowieso einen besseren gefunden. Als dich. Puh. So, jetzt die Frage. Oh, nicht zu weit runter. So, die war einfach zu erwischen. Jetzt die Frage, wo sind die beiden? Ich kann mir vor... Waffenhaus Wheaton. Ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht da unten drin sind. Der ist vielleicht in de... Ach nee, das ist nur so eine Leiche, die da rumhängt. An der Kette. Okay, gut. Ja, ich kenne halt nicht alle Details.
Mimimi. So, Raider, was hatte ich hier? Unwichtig. Granate ist aber gut. Da können wir uns auch nochmal gleich umschauen. Es ist vorteilhaft, dass es gerade dunkel ist. Da ist noch jemand drinnen. Denn wenn es dunkel ist, sieht man uns nicht so schnell. Ich versuche nochmal mit Granaten ranzugehen. Bam! Natürlich! Warum auch nicht? Da drin eigentlich, jawohl. Alles wird gut, Kleines, alles wird gut. Her mit deinem Zeug. Hey, was haben wir hier? Granatkisten. Juhu, doch mehr Granaten. Oh, Impulsgranaten. Erste Hilfekasten. Ansonsten ist hier nichts mehr. Na gut. Na gut. Müssen wir mit leben, wohl wahrscheinlich. Oh, da hatte ich auf jeden Fall noch zwei Striche gesehen. Beide dort. Also doch nicht da, wo ich meinte. Hier in diesen. Oh. Okay, drei Striche. Das ist jetzt nicht sehr gut. Denn je mehr Feinde, umso höher die Chance, dass wir sterben. Aber ich bin sowieso keiner, der gerne stirbt. Apropos sterben, das... Ich könnte ja mal vielleicht auch den Schwierigkeitsgrad hochstellen. Da. Entschuldig, Five. Huch. Ich glaube, wir wurden gerade gesehen. Dem da. Nein, dann snipern wir dann noch mit einem Lasergewehr weg. Das macht Spaß. Na ja, gut. Also, gehen wir mal bis zu dem Safe. In diesem langsamen Modus. Können wir noch einmal nachladen. So, durchschnittlich verschlossen. Geht doch. Den Scheiß haben wir aufgenommen jetzt. Gut, gut, gut. Was haben wir hier? 10mm Pistole mit Schalldämpfer. Nö. Chinesische Pistole. Hoch. Verbessern. Offizierschwert können wir ja mit der Vampirklinge verbinden. Aber jetzt nicht so gerade vorteilhaft wäre, weil ich die Vampirklinge behalten will. An sich. Ja, können wir sowieso nicht machen. So, was haben wir hier? Blaster Master. Painstachel, Sadisten. Davon können wir eh nichts verbessern. Machen wir mal den Blaster Master. Da ist nichts. So. Da waren drei Striche, zwei haben wir jetzt gerade erledigt. Das heißt, einer müsste noch leben. Genau. Da oben sehen wir den sogar. Ne, die ist das. Gute Nacht. So, an sich ist ja keiner mehr da. Das heißt, ich kann jetzt wieder das Licht anmachen. Ich habe es ja nur ausgehabt, damit man mich nicht so leicht entdecken kann. Nichts. Munitionskiste. Munitionskiste. Können wir auch mal wieder laufen. Selbst wenn wir noch unterwegs irgendwie ein Treffen, schnell Waffe zücken und in VATS wechseln und schön Kopfschüsse verteilen. Dürfte ja nicht so schwer sein. Hm. Geht durch uns hindurch. Ja. Ne, warum auch nicht? Wer geht denn nicht auch einfach so durch Türen durch? Okay, wenn es Glastüren sind, geht das ja eigentlich. Theoretisch. Also hier ist nichts mehr. Ich weiß, ich habe das Erdgeschoss ausgelassen, aber das können wir ja gleich noch durchgucken. Oh. Hallo Leiche. Wie geht's dir?
Sollte eher aufpassen, was ich aufnehme. Anstatt auch alles nehmen, passt schon. Was kann schon Schlimmes dabei sein? Ach ja. Das sind Raketenwerfer. Die haben natürlich viel Gewicht immer. Pinstaffel, Blaster, Master. Wann kriegen wir eigentlich wieder ein Level up? So, mal aus Neugier. Auch nicht mal so sehr lange. 500 EP noch. Geht hier eigentlich recht fix, so im Normalfall. Da kenne ich nix. Man schreibt nix mit X. Hm, da war noch einer. Ah! Wie gesagt. Oh. Ja gut, schien dann zweimal einen rum. Jawohl. Rein von der Treppe. Ihr wollt gerade noch sagen, rein von. Oh, da ist noch irgendwo einer. Und ich bin über. Wieder übergewichtig. Was ist das denn? Oh, Hockeymaske. Wir können das eigentlich auch mal mit als Raider verkleiden und irgendwie alle Leute umbringen. Hm, ich glaube, das mache ich in der Special-Folge. So viele Special-Ideen, ja, das glaubt man nicht. Oh, was haben wir denn da? Raketen, Minen, Erste-Hilfe-Kasten, Erste-Hilfe-Kasten Nummer 2, Munitionskiste, oh, 5 mm, das ist ja schön. Natürlich geht die Tür wieder in meine Richtung auf. Die Tür nicht. Seltsam, seltsam. So. Die macht auch keinen Ärger. Wir springen jetzt mal von Etage zu Etage. So. Hier können wir mal das Erdgeschoss untersuchen. Aber wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Nö. Warum auch? Ich frage mich, was das mal für ein Gebäude war. Ja, okay, Waffenhaus, aber. Waffenhaus, das klingt doch irgendwie scheiße. Ja, im Englischen heißt das ja Weaponry. Oder Armory, glaube ich. War das irgendwie so? Und das klingt ja wenigstens ein bisschen besser als. Mich denn da hoch, wo die waren? Hm, Flasche übers Gebäude. Nee, nicht übers Gebäude. Ich glaube, hinten war ja eine Treppe. Aber Waffenhaus, ich weiß, das ist eine blöde Übersetzung eigentlich. Genau wie ich, apropos Übersetzung, das sind auch so Sachen wie. Also. Zum Beispiel, wenn es heißt im Deutschen, so ein Jana Stammesabgehöriger so, ja, meine Leute sind in Gefahr. Im Englischen heißt das aber my people. Und dass man automatisch sagt, people heißt Leute, weiß ich, man kann ja auch zu people Volk sagen, also mein Volk hat Probleme. Ich finde, das klingt irgendwie so mehr so nach Indianer als meine Leute, weil meine Leute klingt so, ja, zum Teil sogar schon besitzergreifend, was ja eigentlich bei Indianern, glaube ich, eher weniger der Fall ist. Ich kenne mich jetzt nicht mit diesem Völkchen aus, aber ich denke mal, dass die weniger so drauf sind. Hab ich nicht ein Lebensmitteldesinfizierer, ja? So habe ich dann noch hier plus 2 Red. Hm. Sonnenaber. Moment. So, viel besser. Ah, nee, da kommt noch was. Sturmgewehr. Natürlich wieder überlastet. Hallo? Achso. Jawohl. Und Sturmgewehr. So.